Servus Leute, herzlich willkommen zu der zweiten Würdest du Folge. Und ja, dann würde ich sagen, fang du mal an. Also, die erste Frage. Würdest du lieber so richtig harte Nummer schieben mit Conchita Wurst oder lieber mit Harald Glöckler? Ja. Wie ist es, wie sieht es aus? Also, werde ich von hinten richtig hart durchgenudelt oder? Ja, genau, perfekt, perfekt getroffen. Fuck, Mann, Alter. Oh mein Gott. Fuck, Conchita Wurst oder Harald Glöckler. In Anbetracht dessen, dass Conchita Wurst wahrscheinlich um einiges leichter ist als der Harald. Du Harald. Ja, ich glaube, dann würde ich lieber Conchita Wurst nehmen, weil ich meine. Ja. Wie geht's? Aber jetzt schau doch mal hin. Überleg dir mal, jemand mit 90 Kilo rammt dir von hinten rein oder jemand mit, was weiß ich, mit 60. Ich meine. Ja, okay, im Anbetracht dessen ist es natürlich wahr. Ja. Akzeptieren wir mal. Okay, dann hau ich mal meine raus. Also, würdest du lieber nackt ums Brandenburger Tor laufen oder den Polizeioberkommissar am Polizeirevier in Brandenburg nach Drogen fragen, aber nur nach den harten Drogen, so Crystal oder so. Oh, hast du ein bisschen Crystal Meth gekocht für mich heute? Ja, klar. Bisschen was übrig, ein bisschen Paprika Spritze. Ach du Scheiße. Tja, harte Nach Frage. beim Brandenburger Tor. Ja. Einmal ganz rum, unsere Hipster-Mädchen posten dich dann auf Instagram. Hashtag Scheiße. spontaneous oder so. Scheiße. Hashtag Nude Man. Was nehme ich jetzt? Scheiße. Ah, ja, ich weiß. Ich nehme das Brandenburger Tor, denn, ne? Ach du liebe Gründung, ich könnte im Prinzip ja einfach eine Maske oder so aufsetzen. Oh, du Hurensohn. Und könnte dann da rumrennen. Weil ich glaube, wenn ich der Polizeioberkommissar nach Drogen frage, bin ich mehr gefickt als beim Brandenburger Tor. So ein Bastard bist du, Mann. Jetzt kommt er mir mit einer Maske an, ey. Außerdem, sorry, Achtung. Außerdem wird hier eh nur Fame geiern, weil alle an meinem Astralkörper erstarren würden. Oh, sorry, Bruder, sorry. Spaß, nein, Spaß beiseite. So, jetzt zu meiner Frage. Würdest du lieber einen 24-Stunden-Stream machen, wo du einfach die ganze Zeit, aber wirklich ununterbrochen von der ASM1 stirbst? Oh mein Gott. Oder lieber einen Tag lang vom PSN Internet Fail abgefuckt werden. Also, wenn ihr nicht wisst, was es ist, PSN zeigt oft an, dass ihr kein Internet hättet, aber wenn ihr am Computer seht, dass alles funktioniert, dann ist es der PSN Internet Fail. Hast mich ja gestern erlebt, wie ich so abgehe, ne? Wenn Ja, aber PSN mal wieder nicht funktioniert. softy, ganz, ganz soft eigentlich. Ja, ich. Ich glaube, da müsste ich ein paar Controller mehr kaufen. Ich habe ja gestern leicht ausgerastet und fast einen Controller geschrottet von der PS4. Minimal, minimal. Weil einfach mal wieder das komplette Internet vom PSN wieder nicht ging. Das hat mich so abgefuckt wieder und ich konnte halt nicht zocken. Tja, was nimmst du? Aber, ja, ich kann ja auch mit der ASM1 spielen, oder? Dann wäre ja Ja. wieder gleiche Chance. Ja, aber würde das dir viel bringen, wenn du die ganze Zeit durch ASM1 stirbst? Ja, aber werde ich wirklich, also kann ich gar keinen Kill machen oder was? Nö, du kannst keinen Kill machen. Ich kann gar nicht. Nein, weil du einfach Fuck, Mann. du wirst einfach instant, du wirst sozusagen wie ein Spawn-Trap. Die ficken Oh dich einfach. mein Gott, oh mein Gott. Deswegen. Gespawntrapped, ey. Ja, und das im 24-Stunden-Stream. Ich werde von No Hands gespawntrapped sozusagen. Dann immer die kläglichen Versuche rauszukommen aus dem Spawn-Trap und du schaffst es einfach nicht. Fuck, Mann. Ja, PSN kann ich dann auch irgendwann sagen, ja, nee, kein Bock mehr, ich breche ab. Nein, weil du richtig motiviert bist. Du willst es ja. Du willst ja spielen. Du willst Oh, spielen. fuck. Tja, bist jetzt Aber blöd, ganz ne? ehrlich, da würde ich lieber PSN nehmen. Ja. Weil ich Kriegt kann ja bestimmt. dann irgendwie auch am PC zocken oder so. Ja, aber PSN regt bestimmt nicht auf, wenn es den ganzen Tag nicht funktioniert. Natürlich regt's auf, aber die ganze Zeit gekillt zu werden und dann noch von der ASM1 ist noch schlimmer.
Ja, okay, das stimmt natürlich. Okay. Ja, dann würde ich Würdest du sagen. lieber. Ich habe noch eine, Bruder. Ja, dann würde ich sagen, du bist dran. Ach so, okay. Ich dachte schon, du wolltest hier abmoderieren. Was soll denn das? Also, würdest du lieber nackt, auch wieder nackt, ihr seht es, heute wieder eine Nacktfolge. Würdest du lieber nackt durch Freiburg, oder nee, sagen wir vorm Kölner Dom, mit der Aufschrift auf einem Plakat, es gibt keinen Gott laufen? Oder nackt im Kölner Dom einen Moonwalk tanzen? So vorm Altar. Ist das gerade dein Ernst? Ja, Mann. Ach du Scheiße, was? Ja, was soll man da machen? Das ist ja beides behindert. Tja, gute Wenn ich da Frage, würde ich mal behaupten. nackt rumlaufe, gehe ich jetzt Risiko, von irgendwelchen armen Leuten angespuckt zu werden, ne? Ja, vor allem wär's dann so von Omas. Ey, du Hurensohn, rufen die dann, weißt du? Ja, die Omas vor allem. Du Sohn einer gottlosen Mutter. Ach du Scheiße. Ja, kommst du beiden in den Nachrichten? Oh fuck. Aber ja, ich glaube, ich nehme das Tor. Was hast du gesagt? Was ist Köln. Tor? War wieder bei Brandenburger Tor. Was für Brandenburger Tor? Also du nimmst das Plakat. Ja, ich Und nehme vorm das. Kölner Dom, meinte ich. Ja. Lieber Okay. Plakat. Okay. Weil, guck mal, wenn ich in der Kirche das mache, dann bin ich ja sozusagen für immer gefickt. Weil in der Kirche. Ja. Lieber draußen im Lieber Plakat. mit dem Plakat. Ja, lieber von den alten Damen angerotzt werden. Ja, vielleicht findest du auch so eine Befürworterin und dann hast Sex mit ihr. Ja, komm mal die Fresse. Ja, okay. Dann würde ich sagen, war es das wieder für heute? Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Kommentar da und ein Like, wenn es euch wirklich gefallen hat. Schreibt uns ein paar lustige Fragen in die Beschreibung. Die könnten wir dann vielleicht fürs nächste Mal verwenden. Ja, dann würde ich sagen, das Bis war's dann. dahin, hau da rein und ciao. Ciao. Und dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Ciao. Me and your screw, so Texas.